bin der Thomas Geierspichler, Rennrollstuhlfahrer, bin Tetraplegiker und komme aus Salzburg. Wie bin ich zum Behindertensport gekommen? Christoph Etzelsdorf hat in Linz auf der Kugel ein Trainingslager gemacht, habe gleich Gefallen dran gefunden und habe gewusst, was ich will. Und so bin ich dazugekommen und bin dran geblieben. Meine größten Erfolge hat es angefangen in Sydney, 2000 Bronzemedaille, dann vierfacher Weltmeister 2002 in Lille in Frankreich, 2004 Paralympicsieger und vier weitere Medaillen. Und ja, in Peking 2008 Bronzemedaille und Gold im Marathon mit Weltrekord. Also meine Planung schaut so aus, jetzt haben wir ein Jahr Vorbereitung, wir hauen Vollgas rein, machen ziehen gescheite Blöcke durch und von September halt bis August, 29. August glaube ich, wenn es losgeht, und drucken an, was geht. Ziele für London gestalten sie jetzt einfach wieder um. Der Marathon, meine Paradedisziplin, ist gestrichen worden. Langstrecken sind gestrichen worden. Das längste, was es gibt, sind 800 Meter. Also fast für Trotteln, zwei Runden nur zum Fahren. Ja, ich versuche einfach, mich auf das irgendwie so gut wie möglich einzustellen und schaue mal, was ausschaut.